machen wir so. Genau. Pech gehabt. So, er hat einen großen Nackenhals. Weil die nehmen nur das Äußere vom Boden, von den toten Tieren vom Aas. Und die, die langen Nackenhals haben, wie zum Beispiel der Gänsegeier oder der Mönchsgeier, die gehen richtig tief in die toten Tiere rein. Richtig Nackenhals haben sie ja gar nicht, wenn man das sich so anschaut. Ja, super, das sind mal die Reste. Sie bezeichnet man auch als Schreitvögel.